Hallo und herzlich willkommen zurück zum Linux-Tutorial für Anfänger. Heute fangen wir endlich so richtig mit dem Linux-Terminal an. Wir gucken uns zwar noch nicht direkt Linux-Befehle für das Terminal an, aber wir gucken schon mal so ein bisschen uns die Bedeutung vom Linux-Terminal an und passen uns unser Terminal auch so ein bisschen nach unseren Wünschen an, sodass wir es dann später Freude bereitet, das Terminal zu nutzen. Also ein bisschen Personalisierung ist auch dabei. Zuallererst wäre bei Linux mal kurz zu sagen, dass das Terminal wirklich eine sehr große Rolle spielt. Es gibt sogar einige Programme, die im Prinzip im Hintergrund einfach nur die Befehle an das Terminal weiterleiten. Dazu zeige ich euch einfach mal und hört da am besten jetzt erstmal kurz zu, bevor ihr mitmacht. Wenn ihr auf einem richtigen Linux seid, dann könnt ihr mal Steuerung Alt F2 drücken. Dann werdet ihr in dieses Fenster hier kommen. Jetzt mal kurz für die Leute, die auf einer VM sind, wenn ihr zum Beispiel VirtualBox nutzt, dann müsst ihr dort dann eure Host-Taste, im Normalfall Steuerung rechts und dann eben F2 oder sowas drücken. Das Ganze geht auch mit Steuerung Alt F3 oder F4 oder sonst was. Und das Einzige, was ihr dort seht, was sich verändert, ich switch mal so ein bisschen rum. Dort oben rechts ist es TTY 234, das ändert sich dort. Wenn ich wieder Steuerung Alt F7 drücke, bin ich wieder auf einem ganz normalen Desktop hier. So, was hat das Ganze zu bedeuten? Wenn wir jetzt einfach mal wieder in Steuerung Alt F2 gehen, dann sind wir hier im TTY 2. Und dort können wir uns jetzt einfach mal anmelden. Also gebe ich einfach mal ein, mein Nutzername ist Yuto und mein Passwort gebe ich auch einfach mal ein. Und dann sehen wir hier, dass ich in einer Konsole drin bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf 3 wechsle, dann könnte ich mich da wieder neu anmelden. Wenn ich jetzt zurück auf 2 wechsle, dann sehen wir, bin ich wieder bei meiner alten Konsole. Da könnte ich jetzt auch irgendwelche Befehle eingeben oder was weiß ich was machen. Denn wenn ihr Linux so erstmal hochfahrt, seid ihr immer erstmal in der Konsole. Im Hintergrund habt ihr aber dann Systemprozesse, die starten, die dann eben irgendwie eine grafische Oberfläche für euch starten. Und meistens liegt die auf F7. Im Normalfall wäre auch hier ein Terminal. Aber man kann natürlich dieses Terminal dann auch durch eine grafische Oberfläche ersetzen, denn irgendwie will man ja auch dem Nutzer eine GUI geben, also eine grafische Oberfläche. Übrigens, ihr könnt auch mal STRG Alt F8 drücken, dann sehen wir, dass wir hier auch in so ein Konsolenfenster kommen, wo man aber nichts machen kann. Also auch mit F9 und so weiter kommen wir da auch hin, aber das ist dann relativ irrelevant, denn da können wir eben nichts machen. Und das könnt ihr euch gleich mal merken. Das ist nämlich sozusagen der Trick, wenn nichts mehr funktioniert. Wenn aus welchen Gründen auch immer sich euer Desktop aufhängt oder was weiß ich, ihr hier einfach in diesem Fenster hier nichts mehr wirklich machen könnt, dann könnt ihr mit STRG Alt F2, F2 ist eigentlich immer frei, F3, F4 eigentlich auch, aber ich nehme meistens am liebsten F2 standardmäßig. Dann könnt ihr da einfach mal in ein Terminal wechseln und dann gucken, ob ihr das vielleicht irgendwie beheben könnt. Nun gut, gehen wir wieder auf unseren Desktop. Da habe ich das kurz mal gezeigt. Wir gucken uns jetzt hier mal unser Terminal an. Wenn ich das hier öffne, dann muss ich ehrlich zugeben, dieses Terminal sieht verdammt hässlich aus auf den ersten Blick. Von Linux Mint ist es schon ein kleines bisschen wenigstens vorkonfiguriert, sodass es nicht absolut nach gar nichts aussieht. Aber unbedingt schön finde ich das noch nicht. Und das kann ich nur jedem Linux-Nutzer so empfehlen. Es ist eine Sache von 5 Minuten oder so. Oder je nachdem, wie genau man es haben will, kann es auch länger dauern. Man kann sich ja, was Personalisierung betrifft, bei Linux ewig beschäftigen. Aber um es einigermaßen ansehnlich zu machen, sodass man es gut nutzen kann, dass man damit gut klarkommt, das würde ich echt jedem Linux-Nutzer ans Herz legen. Denn wenn man viel mit dem Terminal arbeitet, ist es einfach praktisch, wenn es gut aussieht. Und genau das machen wir hier jetzt mal. Also ich werde jetzt hier keine krasse Konfiguration mit euch machen, sondern wir gucken einfach mal, dass wir es ein kleines bisschen irgendwie konfigurieren. Dazu gehen wir hier oben mal auf Bearbeiten, dann auf die Einstellungen. Hier kann ich jetzt erstmal empfehlen, dass wir das hier abändern. Also wenn ich das hier mal wegmache, ich hoffe, der aktualisiert das gleich on the fly. Wenn wir hier Rechteck drin haben, dann haben wir hier diesen Klotz. Diesen Klotz finde ich persönlich nicht so schön. Am liebsten mag ich hier den senkrechten Strich, wie ihr hier seht. Denn wenn wir jetzt hier was eingeben und dann nach links oder rechts gehen, dann sehen wir, wissen wir genau, wo wir sind. Wenn wir hier diesen Klotz nehmen, dann ja. Also ich mag den nicht sonderlich. Vielleicht gibt es einige von euch, die ihn haben wollen, aber hier könnt ihr das auf jeden Fall ändern. Oder die dritte Variante ist der Unterstrich. Den mag ich auch nicht so gerne. Ich nehme am liebsten den senkrechten Strich. Dann gehen wir mal kurz hier zu Farben. Da können wir nämlich auch ein bisschen was abändern. Da nehmen wir hier mal kurz das Häkchen raus. Und jetzt können wir hier nämlich ein bisschen was konfigurieren. Zum Beispiel, was einige ganz gern mögen, was ich nicht so unbedingt mag, ist hier, wenn man einen weißen Hintergrund hat, wie zum Beispiel bei einem ganz normalen Texteditor oder so. Oder mit schwarzer Schrift eben.
Also hier sind ein paar voreingestellte Dinge. Was ich zum Beispiel ganz gerne nehme, ist Grün auf Schwarz. Dann hat man das hier so ein bisschen ganz schön. Man erkennt die Schrift gut. Die Grün sticht so ein bisschen hervor. Man hat so ein bisschen Hacker-Feeling. Den grünen Hacker bringt man immer in Verbindung. Ansonsten könnt ihr natürlich auch hier manuell das noch ein bisschen bearbeiten. Wenn ihr zum Beispiel dieses Grau ganz gerne mochtet, was Linux Mint hatte, könnt ihr das natürlich hier auch wieder einstellen, dass es wieder so ein grauer Hintergrund ist. Hiermit könnt ihr, wenn ihr das Häkchen hier rausnehmt, sagen, dass ihr selbst einstellen wollt, wie transparent das Terminal ist. Also ihr könnt ihr auch komplette Transparenz nehmen, wie ihr seht. Das ist dann, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich nicht empfehlen. Ich mag es ganz gerne so, ja, 75%, sage ich mal. Aber da müsst ihr da gucken, wie ihr das selbst mag. Vielleicht wollt ihr auch gar keine Transparenz, sondern was ihr ausstellen, dann habt ihr hier ein volles Fenster. So, das wäre eigentlich auch alles, was ich da jetzt so auf die Schnelle kurz konfigurieren würde. Mit den Sachen kann man sich schon ein recht schönes Fenster machen. Natürlich könnt ihr aber auch selbst hier ein bisschen durchklicken und gucken, was es da so gibt. Passt aber auf, zum Beispiel über Kompatibilität, ihr solltet ihr nicht unbedingt so viel umstellen. Das sind so ein paar Codierungen und alles, die lasst ihr lieber so, wie sie sind. Ansonsten könnt ihr euch hier links natürlich auch Profile anlegen und dann zwischen Terminal zu Terminal umswitchen. Machen wir jetzt an der Stelle aber auch nicht. Gut. Ich denke, das reicht jetzt erstmal so als kleine Einführung in das Terminal. Wie gesagt, ab der nächsten Episode legen wir dann richtig los, dass wir das Terminal auch wirklich nutzen. Das hier sollte erstmal so eine kleine Einführung sein. Dennoch hoffe ich, dass euch das Video auch mal wieder gefallen hat. Denn ich bin dann eigentlich jetzt für heute zumindest wieder durch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!